Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Thrawn's Revenge Mod und es läuft nicht gerade gut für uns als Imperium, aber in der letzten Folge konnte ich wenigstens ein bisschen was retten. Ord Mantell Bodenschlacht haben wir gewonnen, Kashyyyk Bodenschlacht haben wir gewonnen. Kashyyyk. Kashyyyk braucht ganz dringend eine Dings. Ord Mantell braucht es gleich auch. Haben wir immerhin gewonnen. Talos und Tralos ist jetzt zumindest so wieder der Luftraum in unserer Hand. Da müssen wir gucken, wenn wir gleich ein paar mehr Einheiten haben, dass wir da hinkommen. Haben wir denn unsere... Okay, da sind schon drei Infanterieeinheiten. Du kommst mal hier nach Ord Mantell. Die andere Flotte ist schon fast bei Carida. Die Flotte ist wahrscheinlich schneller bei Carida, als es Izzard wäre. Also kann Izzard versuchen, hier ein bisschen noch diese drei Gilsian-Kompanien zu vernichten. In der Hoffnung, dass wir hier bei Carida erscheinen, bevor irgendwas zu spät ist. Hier beginne ich lieber, ich mache keinen Auto-Solve, sonst verlieren wir nachher noch einen Ton Falk oder so. Da habe ich keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Deswegen jetzt schauen, dass wir hier so weiterkommen und dann gucken wir, was passiert. Wenn wir denn starten dürfen. Ja, okay. Das dürfte nicht zu schwierig sein. Das ging sehr nett. Sehr leicht. 990 Credits hierfür ausgeben, haben wir zum Glück mal Geld für. Und wir sind rechtzeitig angekommen, um eine Bodeninvasion bei Carida zu verhindern. Die Frage ist, die 218er Flotte reicht die, um drei Secateurs und eine Radar Corvette zu vernichten? Da bin ich mir nicht sicher. Secateurs sind nicht die stärksten Schiffe, was ihre Waffen angeht, aber durch ihre Jäger und Bomber sind die halt nicht schlecht und die haben halt trotzdem immer noch eine Bewaffnung, die mit einem Sternzerstörer mithalten kann. Also es ist schon so... Zwischen Sternzerstörer und Allegiance liegen die schon mit ihrer Bewaffnung. Müssen wir mal schauen. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es sein könnte. Hier die drei werden mir wehtun. Die Frage ist, vernichten die irgendwas von mir oder tun die nur so, als ob die mir richtig doll wehtun würden? So oder so, 1, 2, 3, 4 an Jägerträgern reinholen. Und dann gucken wir mal, was die mit deren Jägern machen. Okay, die Map ist hier irgendwie klein, keine Ahnung. Schnappen wir uns einfach den ersten, versuchen den so gut es geht, so schnell es geht, so klein wie möglich zu machen. Aber wir haben unsere beiden Victories nicht mehr und wir haben den Dreadnought nicht mehr, das ist nicht gut. Die Jäger und Bomber sind jetzt wirklich ein bisschen weit weg. Aber naja. Klamator da auch mit drauf schicken und jetzt hier Lancer. Oh, sie fliehen. Okay, das ist interessant. Mit ein bisschen Glück können wir hier... Nein, auf die Engines, 3 Sekunden. Jawohl, der Secateur ist besiegt. Huh, ohne viel gemacht zu haben. Um die 11.000 Credits der Pentastar-Koalition geklaut. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Holen wir hier für 1100 Credits uns das wieder. Und die Flotte muss trotzdem hier Richtung Kashyyyk bleiben. Talos und Tralos muss ich gleich wirklich mir schnappen. Aber dafür brauche ich halt, wie gesagt, noch ein bisschen was an Einheiten. Und ich weiß es nicht, aber wir können trotzdem mal bei Corsin anklopfen gehen. Die wollen natürlich wieder nach Kashyyyk. Gut, dass ich die Flotte hier zurück nach Kashyyyk geschickt habe. Die wollen wahrscheinlich ankommen, bevor ich das fertig gebaut habe. 1100 Credits oder so, vollkommen umsonst. Eine 300er Flotte, das ist nicht gut. Ich hätte wirklich gerne die Pause hier. Ich brauche hier eine Hypervelocity Gun, dafür habe ich aber kein Geld. Eine Bodenschlacht kann man hier aber gewinnen. Weiß ich mittlerweile. Du kommst mal ein bisschen näher ran, falls ich das hier vergessen sollte. Hier hat eine ISD-1, ist Command Tier 3. Sehr viele Sternzerstörer. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht versuche ich das wirklich am Boden zu halten. Wir gucken mal, wie es bei Corsin so weitergeht. Drakenwell, okay. Wer bist du? SRV-1 Company. Interessant. Das kenne ich noch nicht. Ist eine neue Einheit. Und AAC-2 Company, aber verbesserte davon. Spannend, spannend. Das kann ich auf gar keinen Fall halten. Ich meine, es sind nur Fahrzeuge, aber die haben eine Artillerie dabei und dafür auch noch eine sehr, sehr starke. Verkaufen wir das und dann gucken wir jetzt, dass wir hier relativ schnell fliehen können. Dass wir Drakenwell aufgeben müssen, das war
jetzt schon relativ lange klar. Interessant, dass es noch so lange gehalten hat. Und wenn ich das richtig sehe, ist das auch eine neue Map, oder? Die kommt mir zumindest bisher noch nicht so wirklich bekannt vor. Beginnen wir das jetzt hoffentlich mal, wenn wir das dürfen. Danke. Okay. Na, ich glaube, die habe ich hier in 3.3 schon mal gesehen, aber so ja, wirklich... Sir. Ist das hier unser Landepunkt? Ist das unser? Dann sollten wir jetzt versuchen zu fliehen. Sind halt irgendwie 2000 Credits oder so, die wir sonst hier verlieren würden. Und der neuen Republik würden wir kaum Schaden machen. Von daher... Hauen wir mal ab. Zurück zur Galaxiskarte. Und Drakenware gehört uns nicht mehr. Das ist natürlich schade, wird uns jetzt auch... nach Naboo, wow. Ja, da kann ich es nicht wirklich gebrauchen gerade. Aber gut. Wie sieht es hier bei Kuat aus? Dauert nicht mehr lange, der AT-AT hat lange gedauert. Aber Corsin. Immer noch 404, das kann ich nicht schaffen. Die Bodeneinheiten zu besiegen, das wäre nett. Das wäre sehr nett. Aber da müssen wir mal gucken. Aber ich gehe es jetzt hier nochmal einmal kurz durch. Kein Interdiktor. Kann der Interdiktor machen? Nein. Kein Interdiktor. Du kannst auch kein Interdiktor sein, ne? Nein. Du bist ein Enforcer Picket Chip. Du bist auch kein Interdiktor. Okay. Das ist nervig, was die hier haben. Es ist aber kein Beinbruch. Dadurch, dass es so sehr viele kleine Einheiten sind, könnte ich gucken, ob ich mit Eisart hier ein paar Ton Falks vielleicht einen Akklamator vernichtet bekomme und dann relativ schnell wieder fliehen kann. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann ich die so ein bisschen rauslocken aus der Reserve. Das wäre ganz nett. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die schon eine Raumstation. Ja, haben schon eine Raumstation. 1, 2, 3, 4. Du kommst hier runter. Wenn wir hier so einen Akklamator und Ton Falk vielleicht ein paar von diesen Victory Frigates vernichten könnten. Schön ist auch, dass die keinen zweiten Sekitor haben gerade. Sieht mir aber nicht danach aus, als ob ich sie rauslocken könnte. Ist aber auch vollkommen okay. Dann gehe ich hier auf die Victory 2 Frigate mit meinen Jägern. Wenn ich vielleicht die Jäger auf die eine Seite locken kann und dann Isard auf die andere Seite packen könnte. Hätte ich jetzt nicht so ein Problem damit. Bisher sind sie unbeeindruckt von meinen Jägern, aber deren Jäger sind jetzt hier hinten. Geht hier mal drauf. Oh, die Jäger machen relativ wenig. Ich hole Isard jetzt hier hinten rein, in der Hoffnung, dass dieser Sternzerstörer mich nicht treffen kann und vielleicht der hier auch nicht. Und ich den einen oder anderen Ton Falk hier vernichten kann. Oh, da ist noch ein Sternzerstörer, den hatte ich gar nicht gesehen. Nimm mir den Ton Falk hier. Momentan ist... Ich will den Ton Falk haben. Ach komm, wenn der Sternzerstörer auch erstmal alleine auf mich drauf will, den kann ich auch gerne nehmen. Die haben sich voll auf meine Jäger konzentriert. Das ist richtig gut für mich. Denn den Sekitor dürften wir theoretisch auch so nehmen können. Vor allem, wenn er einfach hier so über mich drüber fliegt und kaum was macht. Oh mein Gott, ich dachte gerade, oh, wir verlieren ganz schnell Schilde. Nein, das war der Sekitor, der schnell Schilde verliert. Hier auf die Engines, sollte er fliehen wollen. Proton-Torpedowerfer. Jetzt haben wir nur noch Hälfte der Schilde. Wir dürfen es nicht überreizen, aber ich hätte sowieso nicht gedacht, dass wir sowas Großes wie den Sekitor kriegen. Okay, dann nehmen wir mal den Sternzerstörer. Kannst du wahrscheinlich einfacher vernichten und der hat schlimmere Waffen als der Sekitor noch. Perfekt, meine Güte, zwei Sternzerstörer schon vernichtet. Und Isard hat immer noch mehr als die Hälfte. Oh mein Gott, haben die vernichtet gekriegt. Lancer darf mal ein Stückchen weiter runter. Wäre jetzt richtig blöd gewesen, wenn ich da jetzt Schiffe... Ich meine, wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen, das sind jetzt nicht die teuersten Schiffe. Aber alles, was ich an Geld ausgeben muss, ist nicht gut. Von daher... Konnte hier wirklich die Flotte aufteilen? Das ist unglaublich. Wir haben immer noch mehr als ein Drittel Schilde. Gucken wir mal. Ein Lancer. Müssen wir gucken, wie das funktioniert. Aber der Prokursator hier wird vernichtet. Also das sind locker 100 Punkte, die wir dem hier geklaut haben, wenn nicht mehr. Und wir haben immer noch Schilde. Der nächste Sekitor kommt, ist natürlich nervig hier auch mit den ganzen Jägern und so. Die haben aber auch alle noch, hält sich alles hier in Grenzen. Meine Güte, wie schlecht sind die? Kann ich näher ranzoomen? Nein, kann ich natürlich nicht. Aber Isard greift hier. Das sieht cool aus. Jetzt müssten nur die Dinger da weg sein, aber naja. Schafft es Isard noch den anderen Sekitor zu vernichten?
haben noch wirklich volles Leben mit der Sekitar hier. Deswegen meine ich, Sekitars sind nicht die stärksten Schiffe. Die haben so viele Waffen, aber irgendwie kriegen die das nicht hin. Oh, nimm die Engines, der darf nicht so nahe kommen, dann kannst du den nicht mehr so gut vernichten. Oh nein, die Lancer. Mies. Haben sich jetzt konzentriert auf die... Na komm, die fliegt mal alle. Solange wird Isaac auch nicht mehr da bleiben. Ich will nicht zu gierig sein, aber den Secretary hier zu vernichten wäre schon schön. Aber einen Lancer zu verlieren ist nicht nett. Ich hätte einfach die anderen beiden Lancers mit dazu holen sollen. Naja. Komm. Das ist jetzt nicht nett. Wir verlieren gleich unsere... Komm. Jetzt gehe ich auf Retreat in der Hoffnung, dass... Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, ey. Ein letzter Hardpoint. Wie oft ist mir das in letzter Zeit passiert? Ein letzter Hardpoint. Sonst hätten wir den Secutor definitiv auch gehabt. Es ist schade, aber... Oh mein Gott. Das alleine sind 70 Punkte. Der Secutor ist, glaube ich, 50 Punkte. Also dürfte einiges vernichtet worden sein. Okay, das wird jetzt deutlich schwieriger, weil die die 5 ATAAs dabei haben und einiges an Infanterieeinheiten. Wie viele Juggernauts sind es? 2 Juggernauts nur? Okay. Und die Reparatursachen sind nervig. Und was bist du für ein Held? Infanterieheld. Das mag ich nicht, dass hier so viel Infanterie mit bei ist. Aber Kashyyyk, haben wir gesehen, kann ich verteidigen. Also werde ich auch dabei bleiben und Kashyyyk weiter verteidigen. Ich denke, das ist eine gute Aufteilung so. Beginnen wir das Ganze und wir müssen auf die ATAAs aufpassen. Aber wenn die sich dumm verteilen und zuerst die falschen Sachen reinholen, also wenn die entweder nur ATAAs reinholen oder nur irgendwie Infanterie und Fahrzeuge oder so oder nur Infanterie und Flugzeuge, kann ich das ganz gut schaffen. Die Frage ist, ob wir den Helden hier vernichtet kriegen, weil der denen schon wirklich einen super Buff gibt. Ihr dürft mal hier langfliegen. Snoover kommt hier runter, bitte. Ihr kommt auch direkt hier. Oh, der lebt noch. Der hat noch Leben, das gibt's nicht. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Knete. Das heißt, wir können sogar ein bisschen mehr noch holen hier. Ihr dürft hier drauf gehen. Ihr dürft euch ein bisschen weiter vorne positionieren. Nehmen wir das hier. Hier direkt hier lang. Hier lang. Ihr nehmt das ein. Du darfst mal hier hinkommen. Und ihr fahrt hier runter. Die Helden will ich weiter behalten. Ihr könnt ein Stückchen hier lang gehen. Der Held darf weg. Und ihr, ach, ihr seid hier schon bei den Flugeinheiten. Okay, wartet, wenn ihr die Flugeinheiten, dann lockt die einfach mal. Anti-Infanterie, Anti-Fahrzeug. Aber die Flugeinheiten sind nicht die schlauesten und jetzt kommt schon der Anti-Flugturm. Dürfte denen einiges an Kraft rauben. Oh, das ist aber nicht so gut. Wir müssen gucken, dass wir da einen Reparaturturm kriegen. Weil sonst haben wir keinen mehr. Oh, und ihr müsst fliehen. Wir haben keinerlei Reparaturtürme mehr. Da müssen wir aufpassen, weil die Flugeinheiten sind das, was uns hier das Leben rettet. Also, definitiv. Ah, bisher nur Infanterie. Die kann ich ganz gut besiegen, die Infanterie. Du kommst auch mal ein Stück zurück. Hier kommt auch noch mal ein Stück vor. Repair Station hier bitte hin. Da kommt wieder das MAAT. Da müssen wir vorsichtig sein. Snoover darf mir hier rüberkommen. Ja, der Antifahrzeugturm, der wird nicht lange machen. Leider. Aber hier noch ein Antiflugturm wäre nett. Nee. Geht mal hier auf die Infanterie, das ist zu gefährlich. Ihr vor allem dürft auch auf die Infanterie... Oh mein Gott, wir haben unsere Flugeinheiten verloren. Schade. Oder? Oh mein Gott, wenn die das noch überlegen. Jawoll! Ihr geht jetzt mal hier alle auf die Infanterieeinheiten. Wird einer nach dem anderen vernichtet. Wie sieht's hier oben aus? Snoover ist noch nicht da angekommen, okay. Puh, hier noch eine Repair Station bitte. Okay, ihr seid die beiden Helden. Du bist der dritte Held sozusagen, der Commander. Die Infanterie kriege ich gerade so eben noch hier. Könnt ihr die? Warum könnt ihr die nicht? Hm. Nichtet so viele von denen, wie es geht. Repair Station hier wird weiter aufgebaut, das ist gut. Du hast rote Leben, du darfst noch versuchen zu fliehen. Hat er nicht geschafft.
sehr, sehr viel Infanterie. Aber wenn die jetzt hier ihre Infanterie drauf verschwenden, ist es ganz okay. Dann kann die uns gleich nicht mehr nerven. Kannst du mal fliehen? Wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig. Ja. Okay, wir ziehen uns mal ein Stückchen zurück, dass wir hier auch die Türme mit einbeziehen können. Hier ist ja auch noch ein Anti-Infanterie-Turm, der vielleicht ein bisschen was helfen kann. Ihr könnt hier langkommen. Und ihr könnt mal hier hinfahren. Minen legen und abhauen. Das ist schön, die MAATs hier. Jawohl, der ist auch vernichtet. Du kommst mal hier auf den Juggernaut drauf. Und Anti-Flugeinheiten haben sie bisher noch gar nicht eingesetzt. Greifst du den? Jawohl, der wird weiter angegriffen. Der Juggernaut, von den Juggernauts hatten sie, glaube ich, zwei, ne? Meine ich. Da kommen Infanterieeinheiten über die Flanke, das gefällt mir nicht. Aber die Flugeinheiten dürften Schrott sein von denen. Ah, doch nicht, okay. Interessant. Geh auf dieses MAAT bitte. Vernichtet es. Kann gleich nochmal ankommen, wenn es wieder Schilder hat. Sollst das machen. Ihr dürft mal ein bisschen schneller hier langlaufen. Und ihr dürft hier diesen Army Trooper vernichten. Da kommt es wieder. Ein bisschen Schilde. Die wichtigsten Einheiten sind alle noch da. Und dann müssen wir auf jeden Fall aufpassen, sollte mal eine Bombardierung kommen. Heavier. Und ich sag es noch. Sehr schön, die meisten, glaube ich, gerettet. Nicht mal den Anti-Flugturm vernichtet hier. Perfekt. Dass da die beiden Türme... Oh, sogar nur der eine Turm ist vernichtet worden. Das ist natürlich lustig. Okay, das ist mies, dass jetzt hier Speederbikes kommen. Davon hatten sie auch einige. Das dürfte die Infanterie hier vernichten. Aber die AT-STs müssten mit den Speederbikes eigentlich fertig... Oh, jawohl, die fliehen. Kashyyyk schon wieder gerettet. Ein paar hundert Credits ausgegeben, aber denen sehr, sehr viel gezogen. Ich habe nichts verloren. Nimm ich. Was, wir haben ATAAs vernichtet? Wann ist das passiert? Ich hätte natürlich gerne den... Ah, jetzt kommen sie nach Naboo. Interessant. Und nach Jindain. Ich hätte gerne Pause. Corsin. Ansonsten können wir auch nochmal bei Oberon Sky gucken, aber Izzard macht da den Job gerade ganz gut, dass die hoffentlich sehr viel verlieren und nicht unbedingt mich angreifen wollen. Wie sieht's jetzt hier aus? Drei Flugeinheiten. Kamen die Flugeinheiten immer noch mit. Und dann greifen wir Talos und Tralos an. Talassea hat keine Raumstation. Das muss ich ändern. Jindain. Wo war Jindain? Jindain. Okay, wir haben eine Hypervelocity Gun. Das wird uns hier nicht viel bringen. Können den Victory oder, wenn wir Glück haben, einen Sternzerstörer vernichten. Wahrscheinlich gehen wir lieber auf den Victory, das ist sicherer. Aber so ein Sternzerstörer wäre natürlich schon schön. Wie groß ist die Flotte? 400? 410, ja. Beginnen wir mal. Das ist natürlich sehr nervig. Habe ich zum Glück ein bisschen aufgebaut, den Planeten, aber vielleicht nicht genug. Mal gucken. Schnell mal einen Schluck getrunken und dann gucken wir, dass es hoffentlich weitergeht. Okay, das verändert einiges. Wir greifen einen Allegiance an. Und es ist kein Allegiance. Okay, wir greifen den Sternzerstörer an. Hoffen, dass wir zwei Sternzerstörer vernichten können. Aber eine Capital Shipyard und eine Validusa hier mit bei. Das ist krass. Das ist sehr krass. Ihr beiden kommt hier zurück. Und ihr kommt auch gefälligst mal ein Stückchen weiter zurück, die Validusa. Kann euch so, so viel retten hier. Wir nehmen jetzt trotzdem den Sternzerstörer hier raus. Zwei Schüsse haben wir jetzt dann schon von vier. Ja, greif da drüben an, bitte. Nimm dir den Allegiance. Alle Jäger und Bomber, die wir haben, auf den Allegiance. Ihr auf die Light. Bleibt stehen und macht eure volle Feuerkraft.
Dass wir hier eine Validusa haben, ist echt ein Gamechanger. Ich glaube, ich das erste Mal, dass ich selbst eine Validusa vernünftig in der Verteidigung einsetze. Oh, was macht ihr? Oh, was macht ihr? Du darfst hier drauf gehen. Die Validusa hat noch nichts an Schilden verloren. Die Torpedosphäre dürfte hier viel verändern. Für die. Oh mein Gott, ich kann wieder hier meine Hypervelocity-Cannon nutzen. Wenn sie denn trifft. Sie trifft. Sehr schön. Den Rest müsste die Golan 3 schaffen. Greif da jetzt bitte an. Warum? Ich versuche mich aufzuspießen. Das ist nicht normal. Geh auf die Engines. Nimm die schweren Quad-Turbolaser. Dann die schweren Quad-Turbolaser. Dann die schweren Quad-Turbolaser. Du darfst hier auf die Quad-Turbolaser gehen. Die Golan 3 schafft den Sternzerstörer da. Ey, das ist nicht wahr. Das ist richtig gut gerade. Dass sie sogar einen Allegiance vernichtet kriegen, ne? Also der Sternzerstörer ist jetzt weg und jetzt den Allegiance hier vernichten. Momentan haben wir noch volle Schilde hier. Damit könnten wir vielleicht sogar den zweiten Allegiance hinkriegen. Echt lächerlich gut. Alle Karax dürfen hier mit drauf, bitte. Na, jetzt verliert der erste von denen noch. Aber ich respawne davon, glaube ich, nichts. Jawohl. Jetzt hier drauf gehen. Alle Karax ebenfalls hier drauf. Wo sind die Dreadnoughts? Ah, hier. Greif hier bitte mit an. Ah, wir verlieren jetzt schon einiges an Schilden hier bei der Validusa, aber... Meine Güte, wir kriegen sogar den Sternzerstörer. Was ist hier los? Warum sind wir hier so effektiv? Okay, ihr beiden könnt mal einmal kurz auf den Victory gehen. Der nervt mich hier. Schafft ihr das zu zweit auf den drauf? Du gehst hier bitte auf den mittelschweren Oktuplen. Ah, wenn ihr jetzt natürlich mit ihren... Pedos da ankommen, haben wir ein Problem. Ansonsten hier auf die Aufschlagsraketenwerfer bitte. Die Karax dürfen auch einmal hier auf die Aufschlagsraketenwerfer, dass wir da ein bisschen schneller durchkommen. Die Hyper Velocity Gun nehme ich jetzt hier mit drauf. Ich hoffe einfach, dass die Golan den Sternzerstörer da schaffen kann. Nein, nehmen die Engines. Die Hyper Velocity Gun macht gut Schaden, danke. Nehmen die nochmal hier die schweren Quad Turbolaser. Die dürften einfach fliehen. Einfach jetzt fliehen. Wenn ich das noch halten könnte hier, das wäre extrem geil. Aber das wird, denke ich, nicht passieren, leider. Kommt die dritte Torpedosphäre. Du darfst hiermit auf den Allegiance gehen, aber dass wir überhaupt zwei Allegiance vernichten konnten, zwei Sternzerstörer und ein Victory-Sternzerstörer, ist Wahnsinn. Sie fliehen! Sie fliehen! Das heißt, die Validusa und die Golan überleben das Ganze. Oh mein Gott. So eine gute Raumverteidigung quasi ohne Schiffe hatte ich noch nie. Heiliger Bimbam, das war teuer für die. Das war richtig teuer für die. Und für mich hat es keinen Cent gekostet. Huhuhu. Das ist gar nicht so schlecht. Die haben keinen Interdiktor. Bedeutet für mich, ich kann einfach fliehen. Ich kann einfach fliehen. Ich nehme sogar die Bodeneinheiten mit, krieg noch einen Sternzerstörer und einen Dreadnought in einer anderen Flotte. Das ist perfekt. Das ist richtig, richtig gut. Trink mal einen Schluck, während das hier versucht zu laden. Und dann beginnen wir. Hier werden wir nicht viel machen. Die Neue Republik soll ruhig stärker werden. Die interessiert mich sonst, um ehrlich zu sein, relativ wenig. Außer bei Kashyyyk ist sie jetzt kein Problem. Deswegen, ich will hier einfach abhauen. Soll sie Naboo kriegen? Nimm ich. Galaxiskarte. Und dann schauen wir mal, wohin fliegen die? Nach Jindain. Ach, das ist gar nicht schlecht. Charlan ist von der Neuen Republik erobert worden. Die Neue Republik hat auch nicht so viele Planeten. Hier sind wir gleich fertig. Da können wir nach Talos und Tralos gehen. Ich möchte aber weiter. Wartet mal.
Da eine Lancer auf jeden Fall, 385 nur, okay, das ist preisgünstig. Weiter den Druck auf die Pentastar-Koalition aufrechterhalten, das wäre sehr nett, wenn das gehen würde. Deswegen weiter nach Obroaskai. Und hier bei Kashyyyk, ich habe jetzt mal ein bisschen Knete. Das ist ja nix. Schön, dass die Bodeneinheiten hier haben. Die kann ich direkt mitvernichten, wenn sie nicht fliehen. Oh mein Gott, es geht langsam voran, Leute. Oh, es lag daran, Izzard musste sich heilen und dann musste ich sie halt einfach ein bisschen konservativer einsetzen. Aber dadurch kann ich jetzt wirklich einiges wieder an Plus gewinnen. Noch nicht Planeten, aber so wenigstens das Kampfmoment sozusagen, dass es auf meiner Seite gerade liegt. Und ich nicht so super zurückgedrängt werde. Ja, nimm die Bodeneinheiten, bevor die fliehen können. Sehr schön. Vernichte die Reinforcements. Und damit hat Izzard gar kein Problem mehr. Zenit. All das vernichten. Angriff, Angriff, Angriff. Meine Güte. Vernichte die Raider da drüben. Sehr schön. Luftraum über Obroaskai gehört uns. Nemesis Class Gunship und Time Mauler vernichtet. Besser kann es fast nicht laufen. Und ich will hier gar nicht großartig hin. Ich will jetzt mal bei Corsin gucken. Bei Sivkrieg wäre auch nicht schlecht. Ja. Dass da jetzt ein Land-Battle kommt, war klar. Das ist allerdings ein bisschen schlecht. Ich hätte gerne diesen AT-AT evakuiert. Sind ja immerhin irgendwie 1000 Credits oder so. Das müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Aber ich denke, das sollte möglich sein. Beginnen wir die Schlacht. Gucken, dass wir den hier absetzen. Dann kommt ihr bitte hier lang. Danke. AT-AT darf auch schon mal dahin gehen, bevor der nachher noch vernichtet wird. Retreat. Und schon haben wir den AT-AT gesichert. Wie zum Teufel hat der das nicht überlebt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, warum hat er das nicht überlebt? Sag's mir bitte. Nervig. Wie sieht's hier aus? 254 Punkte nur noch. Das ist weniger als die 410, die vorhin hatten. Vor allem haben die 4 Tonnen Falks weniger. Die haben nur noch 2 Sternzerstörer und 1 Sacketer. 2 Prokursatoren. Ich würde sagen, hier machen wir das gleiche wie gerade nochmal. Und damit könnten wir die sogar ausrotten hier bei Coruscant, was krass wäre. Einfach mal so eine 400er Flotte in 2 Schlachten komplett ausgelöscht. In dem Stadium, in dem wir uns gerade befinden, wäre das richtig, richtig gut. Und damit könnten wir dann auch mit Izzard weiter ins Herz der Pentastar-Koalition vorrücken. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. So, 1, 2, 3, 4. Du kommst auch mal hier unten hin. Ja, wobei, jetzt wäre vielleicht sogar von unten angreifen besser. Ich weiß es nicht. Hätten wir den Sekretär da vernichtet, wäre es jetzt noch besser. Aber naja. Wie viele Punkte hat er? 50? Genau 50. Kann ich die jetzt so ein bisschen in die Richtung hier locken? Na, noch ist es denen scheinbar egal. Der dreht sich. Jetzt drehen sich einige. Und damit hat Izzard das Potenzial, hier den Ton Falk zu vernichten. Okay, nimm dir den Sternzerstörer, wenn du da mehr Bock drauf hast. Vernichte ihn, nimm die Engines. Danke. Das ist der erste Sternzerstörer weg. Das ist Detektor. Detektor spielt noch nicht so wirklich mit. Der hat noch keine Lust zu spielen. Ich verliere gerade mehr Schilde als beim anderen Angriff. Und da waren mehr Sternzerstörer da. Finde ich sehr spannend gerade. Nimm dir den Prokursator. Ich sehe es schon kommen, ey. Ich mache jetzt hier wieder das Gleiche. Und fliehe kurz bevor der seinen letzten Hardpoint vernichtet bekommen hat. Jetzt kommt der Tector hier auch, aber ich verliere gerade deutlich weniger Schilde. Jawohl. Nehmen wir den Tector noch. Und dann haben die quasi nichts mehr. Einen Akklamator und
Ich darf hier nicht so dumm sein. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist doch noch ein Prokursator, aber... Nicht, dass der hier noch flieht. Aber jetzt hält sich der Beschuss auch einfach in Grenzen, weil die meisten Großkampfschiffe hier einfach weg sind. Und den Akklamator. Ich habe noch Schilde. Das ist lächerlich. Du bist weg und sie fliehen. Perfekt. Lebt noch ein Prokursator, aber pff. Ja, so ein Prokursator und so ein Enforcer habe ich von 410 Punkten, die glaube ich hatten, irgendwie 390 besiegt. Und das nehme ich gern. Das ist ein guter Sieg für mich. Aber im Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.